Lisa Marie Presley, fürs legendäre Graceland Anwesen. Lisa Marie Presley starb am 12. Januar 2023 viel zu früh im Alter von nur 54 Jahren. Wie ein Sprecher ihrer Tochter Riley Coig, 33, dem People Magazin verrät, wird es kommenden Sonntag, 22. Januar 2023, bei der geplanten Beisetzung einen öffentlichen Gottesdienst im Garten von Graceland geben. Dort findet die vierfache Mutter auf dem ehemaligen Anwesen ihres Vaters Elvis Presley, 42, neben ihrem durch Suizid verstorbenen Sohn Benjamin Coig, 27, ihre letzte Ruhe. Viele Fans der Presley-Familie fragen sich nun, was wohl mit dem berühmten Graceland-Anwesen passiert. Das Haus wurde vom King of Rock'n'Roll im Frühjahr 1957 bezogen. Am 16. August 1977 fand man die Musikikone leblos im Badezimmer vor. Zwei Monate nach seinem Tod wurde er dann im Meditationsgarten des Anwesens beigesetzt. Elvis' Tochter Lisa Marie und Ex-Frau Priscilla Presley, 77, machten das berühmte Anwesen 1982 als Museum zugänglich. Seitdem ist Graceland zu einer Pilgerstätte für Presley-Fans geworden. Das Anwesen wird jährlich von über 650.000 Menschen besucht und steht seit 1991 unter Denkmalschutz. Lisa Marie Presley wuchs in dem berühmten Haus auf und war als Elvis einziges Kind ab ihrem 25. Geburtstag am 1. Februar 1993 die alleinige Erbin seines Nachlasses. Sie wandelte das Anwesen in den Sir Elvis Presley Trust um, deren Treuhänder sie und Mutter Priscilla waren. Fest steht, das Anwesen in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee wird in der Presley-Familie bleiben und Lisa Marie Presleys Töchtern zugutekommen. Wie ein Sprecher des historischen Gebäudes gegenüber People mitteilt, das Haus wird somit an Riley Coig, die aus der Ehe mit Danny Coig, 58, stammt, und die 14-jährigen Zwillingsmädchen Harper und Finlay, die Lisa Marie mit Ex Michael Lockwood, 61, hat, weiter vererbt. Elvis hatte sein Eigenheim 1957 für 100.000 Dollar gekauft, heute wird der Wert des Anwesens auf 500 Millionen Dollar, ca. 461 Millionen Euro, geschätzt. Lisa Marie hatte bereits 2013 in der New York Post verraten, dass Graceland auf Dauer in der Familie bleiben soll. Ich werde es meinen Kindern hinterlassen. Graceland wird nie verkauft. Und dieser Wunsch soll Lisa Marie Presley offensichtlich nun auch erfüllt werden. Verwendete Quellen: people.com, hollywoodlife.com.